In Karlstetten in Niederösterreich wohnt Johann Petschko. Der Bauernsohn besitzt einige Grundstücke im Ort. Als oberhalb seines Feldes eine Siedlung gebaut werden sollte, trat die Gemeinde an ihn heran. Von dem Gitter dort, so schief her, ist mein Grund gewesen und eine kleine Fläche noch von einer anderen. Und diese Flächen musste ich laut Gemeinde und Vermessungstechniker unentgeltlich abtreten. Johann Petschko stimmte der Überschreibung von fast 570 Quadratmetern seines Grundes an die Gemeinde zu. Im Gegenzug wollte der Niederösterreicher aber etwas anderes von der Gemeinde. Mit der Gemeinde, wo ich den schriftlichen Vertrag gemacht habe, war ausgemacht, dass ich ein anderes Grundstück in Karlstetten, welches schon 1978 im Bauland war, aber von einem Bürgermeister wieder ins Grünland gewidmet wurde. Und dieses Grundstück wollte ich wieder ins Bauland widmen lassen. Und um das Geld, was ich da erwirtschafte, hätte ich diesen Bereich, wo der Gehweg ist für die Kinder, hätte ich baulich abtrennen wollen, dass ich meine Ruhe habe. So war es ausgemacht. Johann Petschko und die Gemeinde setzten bereits 2011 einen Vertrag auf. Dieses Grundstück und das, was ich gesagt habe, was wir im Bauland widmen, ist nach wie vor im Grünland. Und da war dann ausgemacht, dass wenn das 10 Jahre habe ich der Gemeinde Frist gegeben. Und wenn die Gemeinde das in 10 Jahren nicht ins Bauland bringt, egal aus welchen Gründen, dann muss die Gemeinde dieses Grundstück hier, 1757-7, baulich trennen mit einem Zaun, mit einem Betonfundament und 2 Meter hohen leeren Sichtschutzzaun, somit, dass das getrennt ist zwischen Gehweg und meinem Grundstück. Der Grundbesitzer zeigt uns, wo der Zaun stehen müsste. 2 Rechtsanwälte hat Johann Petschko schon verbraucht, doch eine Lösung gibt es noch immer nicht. Wie ich auf der Gemeinde war, beim dritten Bürgermeister, und habe ihn darauf angesprochen, auf den Vertrag, hat er zu mir gesagt, eine Umwidmung für mich, für den anderen Grundstück, wird es nicht geben. Und einen Zaun wird er auch nicht machen. Ich habe einfach Pech gehabt und hat dumm gegrinst. Der Niederösterreicher war 10 Jahre lang gutmütig und hat immer zugewartet. Er trat sogar gratis seinen Grund an die Gemeinde ab. Jetzt hat er weder einen Zaun, noch einen Baugrund, noch die Ruhe, die er sich so sehnlichst wünscht. Naja, da ist ja schon starke Frequenz. Ich arbeite am Samstag, Wochenende durch Holzarbeiten, was ich vom Wald und so habe. Und ich will einfach, ich bin hier aufgewachsen und es war nie, dass wer reingeschaut hat in dieses Grundstück, war immer komplett. Und das will ich auch so haben. Ich will nicht, dass da jeder vorbeigeht und mir bei der Arbeit zuschaut. Und dann natürlich sagen wieder ein paar, hallo Hanse, dann holen sie mich wieder von der Arbeit auf. Das interessiert mich auch nicht. Rechtsanwalt Dr. Christian Horvath soll Johann Petschko endlich zu seinem Recht verhelfen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind Herr Petschko, gell? Ja. Habe ich hergefunden. Sie haben ein Problem mit der Gemeinde, gell? Ja. Um was geht's da? Es geht um eine Vertragsangelegenheit. Ja, um einen Weg, glaube ich, haben Sie mal geschrieben. Ich habe für die Gemeinde Abtretungen gemacht. Ja. Und da war vertraglich was ausgemacht. Ja. Und dieser Vertrag, da habe ich der Gemeinde 10 Jahre Zeit dazu gegeben. Mhm. Und die 10 Jahre sind vorbei und die Gemeinde will diesen Vertrag nicht erfüllen. Wo ist denn das Grundstück? Ist das gleich dahinter? Da ja, können wir hinten raus. Ja, dann schauen wir gleich. So, das ist jetzt das Grundstück wahrscheinlich, gell? Das sehen wir schon. Auf der linken Seite. Einen roten Strich. Das ist die Grundgrenze. Ja. Wem gehört das da? Öffentliches Gut. Also das ich stehe auf öffentlichem Gut und Sie auf privat. Ja, das war einmal mein Grund, ja. Aber jetzt ist öffentliches Gut. Und das haben Sie damals abgetreten? Das habe ich abgetreten, die ganze Länge darauf, ja. Und die ganze Länge da quer. Und da haben Sie mit der Gemeinde einen Vertrag abgeschlossen? Habe ich dann einen Vertrag gemacht, ja, mit einem neuen Bürgermeister. Ja. Und ich hätte eigentlich wollen, ich habe ein zweites Grundstück in Karlstetten. Das war 1978 schon im Bauland. Mhm. Das wurde von der Gemeinde wieder rückgewidmet. Und dieses Grundstück hätte jetzt ich wieder ins Bauland widmen wollen. Mhm. Und das Geld, was ich erwirtschaftet hätte, war mit Bürgermeister und Vizebürgermeister ausgemacht. Das werde ich da investieren und diese Grenze baulich trennen. Mhm.
damit ich meine Ruhe habe. Es gibt immer wieder viele Diskussionen um Grenzpunkte, wem gehört was, wie breit muss der Weg sein, dann wieder mit Servituten. Also da kann man schon viel und lange streiten. Deswegen gibt es ja auch immer wieder sehr umfangreiche Verträge, aber da wird man auch nicht immer draus klug. In Karlstetten in Niederösterreich streitet Johann Petschko mit der Gemeinde. 2011 haben der Grundbesitzer und die Gemeinde vertraglich festgehalten, dass innerhalb von 10 Jahren ein in Johann Petschkos Besitz stehendes Grünland in Bauland umgewidmet werden muss. Sollte es nicht zur Umwidmung kommen, verpflichtete sich die Gemeinde, den Zaun zu errichten. Gut, das ist jetzt der Status. Es ist nicht umgewidmet worden? Nein, 10 Jahre sind vorbei. Und irgendwo in einem Vertrag steht, dass es die Verpflichtung gibt, dass die Gemeinde das abtrennen muss. Ja. So, das heißt, die Gemeinde hat es nicht gemacht. Und wieso? Die Gemeinde sagt, weil ich den Baulandwidmungsvertrag, wo die 30% Strafzahlung drinnen steht, nicht unterschrieben habe, ist die Umwidmung nicht zustande gekommen. Offenbar gab es einen zweiten, nicht unterzeichneten Vertrag, welchen die Gemeinde untrennbar zur Abmachung der Baulandabtretung sieht. Anders als Johann Petschko. Steht das in dem damaligen Vertrag auch schon drin? Nein, in diesem Vertrag steht nichts drinnen. Den hast du da wahrscheinlich, oder? Den Vertrag habe ich mit, ja. Und darf ich mal schauen? Jetzt ganz auf die Schnelle. Da steht nichts davon, dass Sie einen Vertrag unterschreiben müssen, oder? Nein, steht nichts drin. Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Das hätte man halt, da gibt es sicher Hinweispflicht seitens der Gemeinde. Ja, schauen Sie, wenn es da nicht drinnen steht, ist es mir wurscht, oder? Also oder mir ist es auch wurscht, mir ist egal. Ja, rein rechtlich. Warum sträubt sich jetzt die Gemeinde? Das kann jetzt nicht der Grund sein, dass Sie nicht nur einen Vertrag unterschreiben. Das Problem ist das, dass die Gemeinde, Bürgermeister und im Prinzip die ganze Gemeinde keine Ahnung von diesem Vertrag hat. Ja. Gut, die Bürgermeister, die wechseln ja alle paar Jahre wahrscheinlich. Ja, und die Gemeindebediensteten? Die haben den Vertrag nicht mal gefunden. Ja, aber sie haben ihn nicht. Ja, wenn die Gemeinde sagt, sie findet den Vertrag nicht, das ist ihr Problem. Aber darüber können wir nur lachen. Es gibt einen Vertrag, wir haben ihn und die Gemeinde hat ihn zu erfüllen. Egal, ob sie ihn weggeschmissen hat oder nicht. Aber es gibt noch einen anderen Streitpunkt. Der Weg zu Herrn Petschkos Hof ist zur öffentlichen Straße geworden. Dieser müsste von der Gemeinde gepflegt und vor allem im Winter geräumt werden. Doch auch das passiert nicht. Ja, dann werden wir es dazu auffordern. Na, jetzt habe ich es ja grundbücherlich absichern lassen. Ja. Ah, ist das schon passiert? Aber auch erst, nachdem ich einen Rechtsanwalt schreiben habe lassen. Ja. Wenn es öffentliches Gut wird, der Weg, so wie es da ja ist, dann muss die Gemeinde diesen auch räumen. Das ist eine Haftungsfrage. Aber mich kann die Gemeinde dann nicht natürlich dazu verpflichten. Es gibt zwar in Bundesländern Bestimmungen, dass ich meinen Gehsteig im Winter pflegen muss und streuen muss, 6 in der Früh bis 8 am Abend. Aber da haben wir ja jetzt eine Gemeindestraße. Aber in den 10 Jahren hat es die Gemeinde schlicht und einfach noch nie gemacht. Das ist das Foto jetzt, wenn man von unten beim Tor rausgehen möchte. Das war heuer im Winter um ca. 16 Uhr, wie ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Ne? Steht alles drin, ein Reinigungsdienst, Sommer, Winter, Verpflichtung der Gemeinde. Und natürlich ist jetzt eine Straßenlampe dort. Ja. Und die erfüllt die 3 Meter Breite nicht, weil die ist ja oben breiter. Ne? Und das ist circa die Höhe von der Spiegel von einem LKW. Dabei stand die Lampe vor ein paar Monaten noch ein Stück weiter unten. Und dort hätte es keine Probleme gegeben. Wieso steht der jetzt da? Die hat der jetzige Bürgermeister dann von sich aus hierher gesetzt. Ja, das soll er wieder weg dann. Nein, die kommt auch nicht mehr weg, hat er gesagt. Für mich gilt nur mehr dieser Vertrag. Alles andere, ich will, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Und alles andere ist mir egal. Ja. Also für mich ist die Sache ja klar, klarer geht's gar nicht, gell? Wir haben da eine 3-Meter-Regelung, das steht da drinnen. Wir haben eine Verpflichtung, dass die Gemeinde einen Zaun mit Fundament aufstellen muss. 2 Meter Höhe, glaube ich, steht da drin. Das haben sie nicht gemacht, weil es ist nicht umgewidmet worden. Wenn sie es nicht tun wollen, dann müssen wir es einklagen. Ja. Wenn jetzt die Gemeinde glaubt, sie muss den Zaun nicht errichten, ja, dann gibt es eine Klage und die wird sie verlieren. Weil ich sehe da jetzt aus dem Vertrag keine andere Verpflichtung für uns. Wir haben alles erfüllt. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal anschreiben.
Oder ich rufe den Bürgermeister mal an, der soll mir das erklären, vielleicht verstehe ich was nicht. Den Vertrag werde ich jetzt noch mal jede Zeile prüfen, nicht, dass wir irgendwas übersehen, ja. Aber Sie kennen ihn eh schon auswendig. Ja. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Schlimmes drinnen steht für Sie. Nein. Und dann geht's auf die Reise. Brauchen wir nicht diskutieren. Nein. Es stellt eine große Last herunter eigentlich, dann, ne? Dass sich wer darum kümmert, dem was man vertraut. Ja, in dem Fall weiß ich jetzt wirklich nicht, warum sich die Gemeinde derart weigert, den Zaun aufzustellen. Für mich ist es ganz klar, macht es die Gemeinde nicht, gibt es eine Klage und wir sind fertig. Im Streit zwischen Johann Petschko und der Gemeinde Karlstetten zur Grundstücksabtretung und den damit verbundenen Gegenforderungen des Grundeigentümers liest sich Dr. Christian Horvath durch die Verträge, die vor über 10 Jahren verfasst wurden. Ich weiß nicht, warum die Gemeinde da so herumtut. Da gibt es keine Zweifel. Es ist auf Seite 4 klar geregelt. Wenn das eine Grundstück nicht umgewidmet wird bis Ende des Jahres, dann muss die Gemeinde einen Zaun errichten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Der Rechtsanwalt hat deshalb vor wenigen Tagen die Gemeinde angeschrieben und den Bau des Zaunes eingefordert. Eine Antwort kam via Anwaltsbrief. Es gibt ja schon Vorkorrespondenz durch verschiedene Anwälte und die Gemeinde hat ausrichten lassen, wieder vertreten durch einen Anwalt, dass es keine Verpflichtung zur Errichtung eines Zaunes gibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Anwalt den Vertrag nie gelesen oder hat ihm die Gemeinde was anderes erzählt, aber die Stellungnahme, die ist wirklich für gar nichts. Ich werde den Anwalt der Marktgemeinde noch mal anschreiben und ihn aufklären, dass er den Vertrag lesen soll. Dort ist alles ganz klar geregelt. Die Gemeinde hat den Zaun zu errichten. Und wenn sie das nicht dieses Jahr macht, dann gibt es eine Klage. Fertig. Einige Wochen sind seit dem Erstbesuch von Dr. Horvath bei Johann Petschko in Niederösterreich vergangen. Es tut sich was im Streit mit der Gemeinde Karlstetten. Eigentlich habe ich mir schon ein verlanges Verfahren und eine Verklage eingestellt. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten. Das werden Herrn Petschko erzählen. Grüß Gott, Herr Petschko. Grüß Gott, Herr Horvath. Ich bin gleich ein, es war ja alles offen. Gell? Ja. Gott, darf ich mich gleich dazu setzen? Super. Alles gemütlich da. Wie geht's Ihnen? Gibt's was Neues? Nein. Hat sich die Gemeinde schon gemeldet? Nein, hat sich niemand gemeldet. Bei uns in Tirol gibt's ein Sprichwort, das heißt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das ist aber bei euch in der Gemeinde nicht so, oder? Na ja, mit dem Bürgermeister, was vor den ist, was wir jetzt gehabt haben, hat so funktioniert. Ja, aber wir sitzen ja da, weil es nicht mehr funktioniert. Nein, jetzt funktioniert es nicht mehr. Mit mir wollte auch keiner reden. Ja, mit dem Bürgermeister hätte ich auch gern gesprochen. Es hat seitens der Redaktion viele Versuche gegeben, aber er hat gesagt, er will mit uns nicht reden. Und deswegen habe ich mit dem Anwalt kommuniziert, was ich auch muss. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen und das ist meine Heimat da. Aber mittlerweile interessiert es mich nicht mehr. Ich hätte so gerne den neuen Bürgermeister mal kennengelernt. Aber über was hätte der Bürgermeister reden sollen, wenn er nicht einmal Ahnung hat von einem Vertrag? Das ist mir auch wurscht. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Es gibt ja einen Vertrag. Und das habe ich auch dem Anwalt geschrieben. Kopie habe ich Ihnen nicht zugeschickt. Ich habe es ja gelesen. Gell? Wegen dem Licht und wegen dem Zaun. Und es ist dann tatsächlich einmal eine Antwort eingelangt. Die ist ganz anders ausgefallen wie die erste Antwort. Und zwar hat er geschrieben, bla bla bla. Kurz Zusammenfassung. Dann haben sie geschrieben, ja, den Zaun werden sie machen. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum das früher nicht schon alles funktioniert hat. Der Gegenanwalt hat kurz und knapp zurückgeschrieben, ja, wir wollen ja nicht streiten, der Zaun wird dieses Jahr aufgestellt. Warum andere Anwälte vorher keinen Erfolg gehabt haben, das weiß ich nicht. Herr Petschko ist sichtlich positiv überrascht, aber er traut nach den vielen Jahren der Sache nicht ganz. Ich bin schon noch ein bisschen skeptisch, ob das so passiert, weil die 3 Meter fahrbare Breite sind ja wichtig. Ich muss auch mit einem LKW runterfahren können. Und wo die Gemeinde den Zaun dann hinsetzt, das muss die Gemeinde wissen. Wie gesagt, die 3 Meter müssen sie einhalten. Und von meiner Seite aus wird es kein Entgegenkommen mehr geben. Traurig das Ganze, dass man überhaupt so weit gehen muss. Ja, aus Ihrer Sicht schon. Aus meiner Sicht freue ich mich, aber sonst hätte ich keine Arbeit. Ja, nur das ist ja nicht das Einzige. Ich habe ja
zweimal nur einen Rechtsanwalt einschalten müssen. Für, ja, ich weiß, ja. Ja? Ich weiß nicht, warum. Dreimal habe ich einschalten müssen. Selbst das mit der Grundbucheintragung hat seitens der Gemeinde nicht funktioniert, ohne dass ein Rechtsanwalt gedroht hat. Ja, ich weiß nicht, vielleicht brauchen die immer die Prächtung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mein Aufforderungsschreiben war schon relativ klar und verständlich formuliert. Das heißt, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird und wenn das nicht gleich erfüllt wird, sehen wir uns vor Gericht wieder. Und die Gemeinde wird wahrscheinlich durch den Anwalt erfahren haben, dass die Chancen relativ schlecht stehen. Deswegen haben sie gesagt, na ja, wir wollen eh nicht streiten. Gut, Herr Petschko, Sie melden sich in jedem Fall bei mir. Ja. Spätestens, wenn der Zaun steht oder wenn er nicht steht, weil dann sehen wir Sie vor Gericht. Ja. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Rechtsanwalt Dr. Horvath vertritt Johann Petschko im Streit mit der Gemeinde Karlstetten zur Grundstücksabtretung und den damit verbundenen Gegenforderungen. Ich habe mir gedacht, beim letzten Treffen, dass dann wirklich alles erledigt ist. Die Gemeinde trifft sich vor Ort, es wird alles besprochen, der Zaun wird errichtet. So, bis heute ist nichts geschehen, die Gemeinde hat gar nichts getan. Deswegen werde ich jetzt bei Herrn Petschko mal nachfragen. Johann Petschko hat bereits erfolglos mit anderen Anwälten versucht, sein Recht durchzusetzen. Nach unserem letzten Gespräch hat sich gut ausgeschaut, dass die Gemeinde alles schnell erledigt. Wieso ist jetzt noch nichts passiert? Grundsätzlich hat die Gemeinde schon gesagt, dass sie den Zaun macht. Nur oben, wo die Straße reingeht, die öffentliche, da ist sie jetzt der Meinung, sie braucht keinen Zaun und auch kein Tor machen. Obwohl 2011 hat die Gemeinde sehr wohl gewusst, dass das ganze Grundstück zum Einfrieden ist. Ne? Und da hat sie sogar ein provisorisches Tor gemacht. Sie treffen sich jetzt nächste Woche vor Ort nochmal mit der Gemeinde? Am Dienstag, ja. Genau. Bitte halten Sie mir am Laufenden, was dann rauskommt. Ja. Ich hoffe, dass das erledigt ist, gell? Ja. Weil sonst müssen wir ja einklagen, hilft nichts. Ja. Danke, wiederhören. Ja. Es gibt jetzt wieder einen Termin mit der Gemeinde vor Ort, aber das wird sicher das letzte Gespräch sein, wenn die Gemeinde dann den Zaun nicht errichtet und das Fundament dann wird geklagt. Und wie das die Gemeinde dann bewerkstelligt, das ist nicht unser Problem. Das Gespräch verlief gut. Herrn Petschkos Grundstücksgrenzen wurden neu vermessen. Die Gemeinde hat der Errichtung des Zauns zugestimmt. Um die 3 Meter Fahrbreite einhalten zu können, einigte man sich auf einen finalen Grundstückstausch. Ab diesem Zeitpunkt, wo ich beim Herrn Dr. Horvath war, ist das Ganze in die Gänge gekommen. Mit der Arbeit von Herrn Dr. Horvath bin ich sehr zufrieden und kann nur Positives darüber berichten.